Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Their Billions mit mir, eurem lieben Cigaro, kurz vor der Idee eines Angriffs auf die verseuchte Stadt da oben. Einige von euch sind bestimmt schon weiter. Ich wäre jetzt hier oben, wir müssen ja auf eine Menge von 400 Bevölkerung kommen. Dafür brauchen wir viel mehr Nahrung, das heißt, wir müssen hier hoch. Ich will mich sowieso in die Richtung erweitern. Werd jetzt schon ein bisschen wieder mit Häusern kommen. Weil nicht nur die Siedlung da vernichten ist ein Ziel, sondern halt auch, wie gesagt, die Bevölkerung erweitern hier über diese ganzen Hütten. So. Gut ausnutzen alles und so, dass da auch Leute durchlaufen können. Okay, Problem. Problem. Wie niedlich diese Angriffswellen noch sind. Im Vergleich zu, was einen im späteren Verlauf des Spiels erwartet, Leute. Also alle von euch, die das Spiel nicht kennen, warm anziehen. Ich selbst muss mich auch warm anziehen. Denn das wird mich noch so richtig, richtig aufregen. Und mir richtig Angst machen. Das hier ist natürlich jetzt schön, weil hier kommt keiner durch. Positionieren wir uns mal zwei Squads. Leute, das ist nur eine Lampe. Ah, der Squad muss schon vernünftig sein. So. Hier kommt nämlich der Zug immer durch und jetzt warten wir. Sightseeing. Und auf unserer linken und rechten Seite ein verseuchtes Dorf. Nicht aussteigen, sonst tot. So. Hier noch gerne einen Turm. Wir erweitern mal uns hier komplett gerade. Das ist super. Und hier oben bauen wir dann auch weiter. Wir kommen derzeit auf 330, also 400 schaffen wir, denke ich. Vielleicht sogar hier mit... Ja, vielleicht... So. Ach ja, für euch noch ein bisschen Real Talk. Juli Mitte, hab ich Urlaub für anderthalb Wochen. September habe ich auch Urlaub für drei Wochen. Werde ich ankündigen natürlich. Damit ihr auch genau wisst, wann hier was kommt. Ich versuche den Upload-Plan natürlich immer aktuell zu halten. Den kennen ja viele von euch schon. Ich sehe ja immer euch als Besucher auf dem Upload-Plan, finde ich sehr schön. Der ist auf der Kanalseite oben rechts als kleines Weltsymbol von Google eingerichtet. Dort könnt ihr sehen, wann welches Video kommt, auch wann die nächste Their Billions-Folge kommt und. So, ja, ihr seht, bis jetzt haben wir ein Riesenproblem, weil wir als, ja, als in diesem Spiel an sich müssen wir halt eigentlich uns hochleveln in Bezug auf Lagerbestände. So. Spätestens das gibt uns jetzt einen Wahnsinns-Nahrungsboost. Das wächst gleich enorm an. Mal gleich zack, 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 zack. Hier. Das sagt er jetzt, glaube ich, 95 Mal. Gefühlt. Jetzt habe ich gewechselt. Jetzt werden noch die beiden Türme fertiggestellt. Und jetzt haben wir wirklich Nahrung. Nahrungsplus. Jetzt können wir hier noch ein bisschen auf Siedlungsgebäude gehen, würde ich sagen. Brauchen ja nicht mehr viele. Also vielleicht kann ich die sogar... Hier noch zwei...
So. Ich glaube, das reicht aus, um auf die 400er-Marke zu kommen. Die Truppen kommen hier jetzt noch hoch. Die kann ich nicht, weil wir kein Gold gerade haben. Das ist gerade das... Was ist das da eigentlich für eine... Was ist das hier in der Mitte? Warum ist es grün und... Das ist überall so ein bisschen, ne? Heißt das so viel, wie dass noch maximale Hitpoints ausgebaut werden könnten mit Updates? I don't know. Aber jetzt müssten wir auf die 400er kommen. Also das hier ermöglicht 400 Bevölkerung. Im Inneren unseres Verteidigungszirkels. So, wir sind absolut safe. Hier safe. Truppen werden hochgezogen. Hier sind die, die die Ortschaft säubern werden. Und notfalls haben wir Türme für den Rückzug. Das sollte als Säuberungseinheit eigentlich reichen. Alter Traktor. Also Art Design in dem Game gefällt mir wirklich sehr. Bevor es jetzt losgeht, stelle ich die noch auf die Türme. Die 400er Marke haben wir. Schön ist, wir haben es im ersten Anlauf gepackt jetzt. So, den Turm lasse ich mal frei, weil hier der ist ja auch besetzt. So. Das ist unser Einsertrupp. Unser Zweiertrupp. Unser Dreiertrupp. Okay, zurück. Hoi, alles klar. Lauf doch im Pulk. Ich glaube, es ist besser als in Squads. Ich hoffe, hier leveln gleich ein paar. Gut wäre, wenn jetzt der Zug kommt. Alles Runner. Das sind alles Runner. Das sind nicht irgendwie diese langsamen Kerlchen dabei. Also klar, ein paar, aber das meiste sind alles Läufer. Das ist natürlich hart und ich hoffe, dass die jetzt mal leveln gleich. Boah, die kommen ja gar nicht vor. Wir müssen produzieren. Das reicht nicht. Dahin. Ganz langsam geht's vor. Ganz, ganz langsam. Mein Gott. Ja! Ja, erster ist gelevelt. Jetzt ist er gelb. Das ist ein Veteran. Wir produzieren gerade Truppen hier. Ich glaube, hier sind keine, ne? Nee, alles gut. Die ziehen hoch, die drei. Ja, sie sind ein paar Meter vorgerückt. Das ist schon cool. Das ist schon wirklich cool. Wir haben ja viel Ressourcen, ne? Noch ein Veteran. Noch einer. Jetzt geht's los. Ja.
Ja, ganz genau, macht sie fertig. Jetzt können sie uns mal kreuzweise. Hahaha. Wir haben's. Ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben es geschafft. Yes! Gratulation, du hast eine ertragreiche Kolonie errichtet und somit den Einfluss des Imperiums gestärkt. 400 vernichte alle Dörfer, Missionspunkte, Basispunkte 100, Schwierigkeit normal, Multiplikator 50, Endergebnis 50. Normaler Schwierigkeitsgrad. Das ging. Das ging tatsächlich. Oh, und wieder eine Horde entdeckt. Zwei Horden. Jetzt müssen wir gegen Horden ran. Da nicht. Das ist wieder eine Zusatzmission. Ich fände natürlich geil, wenn wir auch mal unsere Heldin irgendwie mit im Gesamtkampf hätten. Das kommt bestimmt noch. Schaut doch mal, wie weit das noch geht. Boah, ich glaube, hier ist dann so ein Endkampf hier so. Und das ist nur ein Fleck auf der Karte, ne? Ihr wisst, die Welt ist verseucht. Das ist natürlich. Klar, die versuchen sich, also hier ist vielleicht jetzt sauber, aber sobald hier Leute sterben, ist natürlich die sind die natürlich wieder Zombies. Also. Okay, Forschung. Söldner Stufe 2, Scharfschützen, Jagdwaffen, Nahrung beschaffen mehr. Also Jäger verschaffen mehr Nahrung. Ah! Kurzer Schock. Alter, was freizuschalten ist, ist klar. Effizientere Militärausbildung, Gebäudeschutz, Barriere plus 20. Zusätzliche Einheit zu Beginn der Mission, Soldat. Boah. Und ein Newspaper. Stadtleben, Ärger im Paradies. Soll ich das mal vorlesen? Die Folgen zu They Are Billions sind ja nicht 15 Minuten Folgen, also alles gut. Viele namhafte Millionenstädte haben mittlerweile die 90 Millionen Bevölkerungsmarke überschritten, was die renommierten Wissenschaftler und Gelehrten in der ganzen Welt in Alarmbereitschaft versetzt. Anwendbar, Leute, auf heute, ne? Also die Bevölkerung zieht immer mehr in die Stadt. Bei mir ist das völlig andersrum. Ich habe keinen Bock auf Stadt. Valentina Falco, eine berühmte Wissenschaftlerin für Urbanisierung, behauptet, das Überleben des Modells muss unbedingt überdacht werden. Wenn nichts unternommen wird, wird dies der Untergang der Millionenstädte und zwar nicht in ein paar Jahren, sondern in wenigen Monaten. In einer kürzlich geführten Gesprächsrunde wurde ihre Aussage von vielen Experten und Schülern untermauert. Genauer gesagt sind viele der Meinung, dass der Anstieg dieser nicht nachhaltigen Lebensweise in den Millionenstädten zu Brachflächen geführt hat. Die umliegenden Bezirke leiden unter Dürren und der Boden ist so nährstoffarm, dass weder die Ernten noch das Wild in der Umgebung überleben kann. Ihrer Meinung nach wird es bald nicht mehr möglich sein, auf der Erde zu leben. Die Regierung auf der anderen Seite sagt, dass die Aussage der Aktivisten unfundiert sei und dass sie das System unter voller Kontrolle haben. Zu den Streiks und Ausschreitungen in den Niedriglohnbezirken, Leute, ihr müsst eure Rechtschreibung überprüfen in dem Spiel. Bezüglich der Engpässe wollte sich niemand äußern. Das Problem ist erkannt. Das Problem ist ziemlich stark anwendbar auf unsere derzeitige Klimapolitik, die durchgeführt wird. Möchte auch anmerken, Leute, die Klimaleugner sind meines Erachtens vollkommene Vollpfosten. Das bezieht sich jetzt nicht darauf, weil sie sagen, oh, ich will meinen Diesel nicht verkaufen, sondern sie sollten mal darauf achten, was sie sagen. Denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir ein Klimaproblem haben. So, Schwarm mit 392 Infizierten. Vernichte alle, bau eine Siedlung, widersetze dich allen Schwärmen. 96 Infizierte.
96 frisch Infizierte, das sind die, die rennen können, glaube ich. Weiblich und männlich wird unterteilt und dann gibt es hier, ja, okay. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Geil wäre natürlich, wenn man eine ganze Armee kriegen würde jetzt und dagegen vorgeht, aber ich glaube, wir müssen eine Kolonie bauen, um das hinzukriegen. Oder sind das Kampfmissionen? Nee, es ist eine Kolonie, oder? Was ist das denn? Nee, was Neues. Leute, was Neues. Die Angriffsmissionen haben das Ziel, die Schwärme der Infizierten zu vernichten, welche dich von der nächsten Mission abhalten. Um die Schwärme zu vernichten, kannst du dich auf die Unterstützung der imperialen Armee verlassen. Aber du kannst mit deinem Imperium punkten nur eine bestimmte Anzahl von Einheiten und Verteidigungseinrichtungen rekrutieren. Wenn der Offiziersposten während des Angriffs zerstört oder infiziert wird, ist die Mission gescheitert. Das war der Turm in der Mitte gerade. Zum Start der Mission ist das Spiel pausiert. Wähle einen Offiziersposten aus, um Einheiten zu rekrutieren. Okay. Alter, guckt euch die Karte an. Von überall her können sie kommen. Wie cool. Das ist die Mucke gerade laut. Ich habe das schon mal leiser gestellt. Der benimmt das gar nicht. Holzbarrieren. Das sind die Punkte, die wir haben. Jetzt will ich Einheiten rekrutieren. Ich werde auch ein paar. Start. Ihr seht, es ist farblos. Das liegt daran, dass wir mitten im Gebiet sind. Alter! Okay, das muss ich anders machen. Alles klar! Das muss irgendwie anders gemacht werden. Ja, okay. Ich hab verkackt. Alles gut. Okay. Ja, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich da verloren habe. Man muss hier also seine Punkte richtig gut einsetzen. Wir haben jetzt ja schon einen Tod. Das heißt, wir kriegen also einen Todpunkt, nenne ich das jetzt mal, einen Todespunkt. Das heißt, wie machen wir denn das am besten? Wie machen wir denn das am besten? Wir haben, also ich werde jetzt mal ein bisschen mehr auf die Umgebung achten. Hier oben, hier sind kleinere Durchgänge. Große Durchgänge sind hier überall. Also ich werde jetzt mal was ausprobieren. Wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, eine Barriere zu bauen. Da auch. Hier auch. Können wir vielleicht sogar zwei hintereinander setzen. Da tummeln die sich dann richtig. Na? Ah, hier auch. Alles klar, ich sehe es schon.
So. Das ist zu. Die kam ziemlich stark von der Seite. Wir müssen die auf engere Bereiche ziehen. Hier oben ist komplett offen. Das ist natürlich auch hammerhart. Ja, eigentlich brauche ich nur die. Ich brauche die Ranger nicht. Oh, wirklich? Das ist doch zu wenig. Mal ausprobieren. Kampf gestartet ist nicht mehr möglich, Verteidigung zu platzieren. Was ist denn, wenn ich Verteidigung abreiße? Kriege ich dann Punkte wieder? Ja, kriege ich. Okay. Machen wir einzelne. Es geht nicht anders. Den nehme ich weg. Nee, den möchte ich zumachen hier oben. Den blockt sie wenigstens noch ein bisschen. Oder ich nehme den raus. Vielleicht laufen die dann alle da lang. Und die, die von unten kommen, laufen vielleicht alle, sodass wir nicht so viele Ein- und Ausgänge haben. So. Ja, versuchen wir es mal. Waiting on orders. Great idea, sir. What? Alter. Das reicht, das kriege ich doch nicht hin. Wie mache ich, wie soll ich das denn hinkriegen, Mensch? Commander? Wie sollen wir denn das machen? Ja, ich schaff's nicht. Alles gut. Wie soll man denn das hinkriegen? Ich werde jetzt mal völlig auf Verteidigungen. Ich werde das jetzt noch einmal ausprobieren. Und wenn das nicht geht, gehe ich da runter und mache was anderes. Das ist Missionsschwierigkeitsstufe 1. Ich werde jetzt mal viel weniger Verteidigungsmauern bauen und nur zwischen einzelnen Bäumen ein, zwei setzen, sodass wir sie wirklich auf Engpässe zwingen. Aber das ist ja hart. Das ist ja super schwer. Vielleicht muss ich die auch mehr bewegen. Also ich möchte nicht, dass die hier durchkommen. Die sollen außen rumlaufen. Ich möchte nicht, dass die da durchkommen. Dann sollen sie hier durch. Dann sollen sie am besten da durch oder hier durchkommen. Und den Rest, ich hau jetzt nur Truppen raus. Einfach ausprobieren. Commander, just tell me what to do. Do you need me? Tell me. Orders, sir. All right. Commander, ready and waiting. Hold the guard!
Könnte klappen. Hui, okay, alles klar. Mehr Truppen hat's gebracht, weniger verteilt. Also, die, wir können so ein bisschen sie lotsen, dass sie. Wir hatten jetzt nur 4 Punkte, wo sie rangerannt sind. Hui, okay, alles klar. Und ein bisschen die Truppen verschieben war auch gut, sodass die erste Bastion Tanks war und dahinter geballert wurde. Das hat viel gebracht. Jetzt haben wir das frei. Hui, das war gar nicht so einfach, finde ich. Wir haben hier einen Kommunikationsturm. Wisst ihr was? Das werden wir in der nächsten Folge dann angehen. Soweit sind wir jetzt. Ja, es gibt hier noch zwei ganz. Oh, das sind 600er Event. Das wird schwer. Wir können die Rabenmine nächstes Mal machen oder Kommunikationszentrum. Bis bald. Tschüss.